Anne will auf dem Weg zur Redaktionskonferenz. Es ist ihre letzte Woche bei den Tagesthemen. Doch von lockerer Abschiedsstimmung ist nichts zu spüren. Sie arbeitet routiniert und konzentriert. Die Moderatorin versteht sich als politische Redakteurin und diskutiert über die Berichte. Sie ist sich über ihre herausragende Rolle bei den Tagesthemen durchaus bewusst. Ich bin also sowas wie eine Verkäuferin, dass ich die Arbeit der Kollegen, etwa der Korrespondenten in unseren Büros, verkaufe, dass ich den Beitrag so anmoderiere, dass man ihn sofort versteht, aber dass man auch ein hohes Interesse dafür entwickelt. Sie bereitet sich akribisch auf die Sendungen vor. Am meisten freut sie sich auf die Interviews. Sie stellt die Fragen, die viele Zuschauer gerne stellen würden und manche Politiker fassungslos machen. Man muss Stellung beziehen an Stellen, an denen sich jemand für irgendwas verantworten muss. Das sind Politiker gelegentlich, die ihre Entscheidungen zu verantworten haben. Und da muss man 2 bis 12 Mal von mir aus auch nachfragen. Bleiben Sie denn dabei, dass es eine gute Idee war, vorgezogene Neuwahlen anzustreben? Ich habe die Chance, Sie zu fragen. Und ich glaube, 80 Millionen Bundesbürger würden das auch gerne tun. Man könnte nämlich andererseits auf den Gedanken kommen, Sie haben alles auf eine Karte gesetzt und die sticht jetzt nicht. Sie ziehen mit einer Demontage Ihrer bisherigen Politik in diesen, sage ich nochmal, möglich. Bundestagswahlkampf. Ich verstehe gar nicht, wie Sie zu dieser Auffassung kommen. Ich habe ein Interview mit dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder gemacht, das sehr viele Menschen als viel zu hart empfunden haben und schreiben dann auch böse Briefe. In der Regel findet ihr Stil, hart nachfragen und dabei lächeln, breite Zustimmung, auch in der Redaktion. Sie sagt, was sie denkt. Das macht sie glaubwürdig und ihren Erfolg aus. Die Planung der Sendung läuft auf Hochtouren. Die Themen vom Vormittag sind zum Teil überholt. Neue Nachrichten, neue Berichte kommen ins Programm. Ich glaube, dass die Produktion von Nachrichten auch in diesen 6 Jahren, von denen ich spreche, noch mal schneller geworden ist. Das kommt durch das Internet, das kommt aber auch durch so und so viel Konkurrenzanbieter, die sich alle versteigen in dem großen Anspruch, dass sie schneller sind als alle anderen. Ich möchte Ihnen einen kleinen Zwischenstand. Schnell und seriös, das ist Ihr Anspruch. Im Internet berichtet sie über neueste Entwicklungen. Anne Will ist keine Einzelkämpferin, sie ist Teamworker. Sie sucht die Nähe zur Redaktion. Jens Uwe, wie sieht's denn aus? Sieht sehr gut aus. Anne Will ist eine Verfechterin des sinnlichen Fernsehens mit Emotionen. Interview mit dem damaligen SPD-Parteivorsitzenden Franz Müntefering 2005. Steht das für einen erheblichen Verlust an Macht, Ihren Macht? Sagen Sie denn damit jetzt, Sie haben Ihre Autorität verloren? Aber sind Sie dann noch im Amt als Parteivorsitzender, wenn Sie jetzt sagen, Sie sitzen nicht mehr oben auf, sondern irgendwo im Getümmel? Sie sind einer, der führen will, der deshalb den Vorsitz wollte. Ja, Sie haben gesagt, das ist besser auch als Papst. Das fast. Tue ich auch, deshalb bin ich auch hier. Nee, ja, aber Sie sitzen im Getümmel, sagen Sie uns gerade. Ja, das ist doch so. Das war ein besonderer Moment, den man, glaube ich, ganz selten erwischt. Und da war meine Haltung schon so, dranbleiben, weitergehen und so. Ja, da habe ich gedacht, jetzt mache ich gerade hier Politik. So, toll, toll, toll. Danke. Hallo, Herr. Hallo. Hallo. Schon mitgenommen. Okay. Lampenfieber kennt sie nicht. Wenn sie ins Studio geht, ist sie hochkonzentriert, vertraut ihren Vorbereitungen und sich selbst. Sie hat sich schon lange mit dem Bohai abgefunden, der beim Fernsehen und vor allem um sie herum betrieben wird. Mich macht das nicht nervös. Und die Ruhe, finde ich, wenn ich sie selber spüre, dann weiß ich, ich bin im Lot. 45 auf der Uhr. Dankeschön. Ihre unaufgeregten Moderationen beinhalten natürlichen Witz. Wie schon in ihrer ersten Sendung zu sehen war. Und was fehlt uns noch? Das Wetter. Und das ist genau so, wie man es sich zu Weihnachten eben wünscht. Nur ist blöderweise gar nicht Weihnachten. 6 Jahre Tagesthemen waren eine tolle Zeit. Eine Herausforderung, sagt sie. Und freut sich auf die neue Aufgabe.